Kapitel 1 Der Marsch durch die Asche. Die vom Lichtkönig ausgehende Seuche des Untodes hat sich in der ganzen Hauptstadt und bis zu den Grenzen Lordarons ausgebreitet. Die durch den Verlust ihres geliebten Königs geschockten und entmutigten Streitkräfte von Lordaron wurden von dem raubgierigen, untoten Kriegern in alle Wände verstreut. Nun ist Lordaron nur noch ein Schatten seiner einstigen Größe und Prinz Arthas wird immer noch vermisst. Was ist das für ein Trick? Mal'Ganis, ich weiß nicht, wie ihr überlebt habt, aber... Beruhigt euch, Prinz Arthas. Mein Name ist Tichondrius. Ich bin ein Schreckenslord wie Mal'Ganis, aber nicht euer Feind. Tatsächlich möchte ich euch beglückwünschen. Mich beglückwünschen? Ihr habt euren eigenen Vater getötet, dieses Land der Geißel ausgeliefert und somit eure erste Prüfung bestanden. Der Lichtkönig begrüßt euren Enthusiasmus. Ja, in seinem Namen habe ich alles und jeden geopfert, den ich liebte. Und empfinde dennoch keine Reue, keine Scham, kein Mitleid. Die Runenklinge, die ihr tragt, wurde vom Lichtkönig geschmiedet und vermag Seelen zu stehlen. Eure hatte sie als erste gefordert. Muss ich eben ohne zurechtkommen? Was ist des Lichtkönigs Begehr? Der Kult der Verdammten muss wieder zusammengerufen werden. Viele der Anhänger haben sich unter der Bevölkerung versteckt. Sobald ihr sie versammelt habt, gebe ich euch neue Anweisungen. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Warcraft 3. Was ist das diesmal? Das ist die erste Folge der Untot-Kampagne. Ihr seht es, wir starten mit Arthas und Arthas sieht etwas verändert aus. Denn Arthas ist jetzt ganz voll und ganz böse geworden. Er ist jetzt ein Todesritter. Wir haben es im letzten Video gesehen, Arthas hat in Lordaeron bei seiner Rückkehr seinen Vater König Terenas getötet und somit den Untergang des Reichs Lordaerons bestimmt. Der Untote der Elitenwächter, hier sehen wir es, der Schreckenslord Tichondrius, ein Nathrissim, wie er im Bilderbuch steht sozusagen, also der Nathrissim überhaupt. Einer der mächtigsten Vampirwesen, die es gibt und wird unser nächster Befehligter sein. Na, dann werden wir mal den Kult der Verdammten auferstehen lassen. Wir haben mit Arthas neue Fähigkeiten. Und zwar seht ihr hier, wir haben... Kel'Thuzad, unser Meister, tat uns eure Ankunft kund. Kel'Thuzad? Woher konnte er wissen? Seid wachsam. Wenn das Stadtvolk eure untoten Begleiter sieht, ruft es die Wache, um euch aufzuhalten. Gut. Also wir haben hier eben den Todesmantel, der macht Schaden oder heilt, je nachdem gegen wen gerichtet. So, und die Ghule lassen wir mal hier stehen. Die können fressen, übrigens Kannibalismus. Was ist das diesmal? Sonst kann Arthas noch nichts. Wir sind nämlich wieder auf das Stufe ist schon besser. 1. So, jetzt werden wir mal ohne meine Schergen hier das ist schon besser. In den Ort einfallen. Da ist auch noch ein Akolyt. Frostmourne hat Hunger. Ich beuge mich eurem Willen. Oh, da ist der erste Ritter, jetzt kann ich euch hier mal den Todesmantel zeigen. Das ist schon besser. Macht also wirklich erheblichen Schaden. Und kann, wie gesagt, meine eigenen Leute heilen. Und die gegnerischen Leute halt eben die Seele verderben. Das ist schon besser. So, das sind ganz normale Bürger, die werden wir aber nicht umbringen. Wir suchen nämlich nur die Roten. Endlich. Ja, und ihr habt es gehört, das ist alles nur ein Plan gewesen vom Lichtkönig. Die Friedhöfe, die dort Begrabenen werden euch gut dienen. Alles klar, dann besuchen wir mal die Friedhöfe. Endlich. Wie gesagt, es war von Anfang an ein Plan des Lichtkönigs, meine Sehkraft gehört euch, Arthas zu locken und ihn so dann eben mit Frostmourne zu verderben. Schauen wir mal, wenn die kleinen, die Ghule brauchen wir jetzt hier eigentlich auch, weil sonst dauert mir das zu lange zu dritt gegen diese drei Wachen. Und währenddessen kann ja der Schemen den Friedhof suchen. Was haben wir da? Eine Barracks. Da hier oben sind auch nochmal gegnerische Einheiten. Da
Werden wir schön fern von halten. Das dauert nämlich so lange. Die haben da nämlich auch Ritter. Niemand erteilt mir Befehle. Okay, dann schnell hier rüber mit Arthas. Da werden ja die drei auf mich warten, schätze ich mal. Oh nein, es war nur eine Patrouille. Endlich. Sehr gut. Ah, da wartet noch jemand. Ich lebe nur, das ist schon besser. So, und weiter geht's. Ah, und da sind sie auch schon. Da ist ein Captain. Der Captain muss zuerst sterben. Endlich. Oh, jetzt sind es aber einige. Das war natürlich nicht so klug. Aber naja, was soll's. Was muttert Mut. Ja. Oh, jetzt sind sie leider alle draufgegangen. Ah, endlich. Jetzt Frostmoon. Mal schauen, jetzt steht zum Arthas nicht so gut. Sprecht, Dummkopf. Jetzt wird er sterben. Oh oh. Mission fehlgeschlagen. Neustart. Ja, das war jetzt blöd. Ich bin zu übereilig da reingelaufen. Also ich hätte mir mehr Zeit lassen sollen. Es tut mir sehr leid für meine Unfähigkeit. Normalerweise weiß ich sowas besser. Ja, können wir überspringen. Wir haben es ja nun schon einmal gesehen. Wir wissen, worum es geht. Und komm, Arthas. Los, sattel die Pferde. Können wir Tichondrius nicht mitnehmen? Das wäre Imber. Dann kannst du einfach durchlaufen, alles niedermoschen. Endlich. Ja, Quest. Seid gegrüßt, ja, großer ich. Lord. Gut. Kel'Thuzad, unser Meister, tat uns eure Ankunft kund. Kel'Thuzad? Jawohl, Kel'Thuzad. Woher könnt ihr wissen, die Untoten sind zurückgekehrt? Wenn das Stadtvolk eure untoten Begleiter sieht, ruft es die Wache, um euch aufzuhalten. Die Wache. Jetzt ist die Frage, kann ich mit Arthas alleine da durchrennen? Das ist schon besser. Ich glaube eher nicht. Wir können es ja gleich mal probieren. Aber das wäre mir neu. Das ist schon besser. Besucht die hiesigen Friedhöfe. Mach ich. Die dort Begrabenen werden euch gut dienen. Gut. Und erteilt mir Befehle. Was muss offenbart werden? Genau, jetzt schauen wir mal hier. Sprecht, Dummkopf. Ich weiß nicht, ob das nur eine Patrouille sein. Ist. Naja, das ist nur eine Patrouille. Vorsicht. Endlich. So, meine Sehkraft gehört euch. Sprecht, Dummkopf. Das ist schon besser. Ah ja, also die greifen mich auch so an, okay. Das ist schon besser. Jetzt Frostmourne! Eine alleine können wir eben kalt machen. Gut, also es bringt nichts, nur mit Arthas dann da irgendwie durchzureiten. Was ist es diesmal? Müssen wir dann mit allen machen. Endlich. Also strategisch kämpfen. Jetzt mal schauen, gleich kommt bestimmt die andere Patt von hinten. Also die Patrouille. Endlich. Deswegen hier schnell den Typen holen. Ich beuge mich eurem Willen. Alarm. Niemand erteilt mir Befehle. Gut, kommt, Leute. Ah, endlich. Nein, da ist die Stadtwache. Okay. Dann müssen wir hier mal ausharren und warten, was passiert. Wir haben meine da Sehkraft zwei Ritter. Und da draußen nochmal zwei Ritter. Mal sehen. Und ich was haben wir hier noch Schönes? Ich gehe ungesehen. Da ist aber auch keiner von meinen Leuten irgendwie. Oder? Alles soll ist da ein Roter dabei? Ja, da hinten ist noch ein Roter. Alles klar. Dann was jetzt erstmal ist hier diesmal? Die Patrouille kalt machen. Das ist schon besser. Okay, du gehst mal zurück. Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Okay, Arthas hat keinen Mana. Endlose Pein wird euch erwachen. Level up. Sehr gut. So, machen wir hier. Frostmourne Regeneration. Gut, dann können wir unseren Burschen jetzt noch heilen. Und die haben eine Möglichkeit, Leichen zu fressen. Und dadurch eben Leben herzustellen. Was ist das diesmal? Was wirklich unglaublich praktisch ist. Vorsicht. Und dessen kann ich mit Arthas nämlich schon mal weiter nach vorne reisen, um hier den Akrolyten zu befreien. Das ist schon besser. Die Verdammten stehen bereit. Endlich. Gut. Die niemand erteilt mir ja, schnell weg. Bevor die hier nämlich Verstärkung rufen. Jetzt muss man gleich gucken, ob hier vielleicht hinten. Ja, siehst du, da kommt nämlich schon die erste Verstärkung. Endlich. Hab nämlich jetzt gar keinen Bock, mich mit denen rumzuschlagen. Was da hinten ist auch noch einer. Alles klar. Ich gehe ungesehen. Niemand erteilt mir Befehle. Gut. Eure Pein wird ohnegleichen sein.
Außerdem erteile ich dir Befehle, endlich, mein Freund. Ich lebe nur, um jetzt euch Frostmoon zu dienen, großer Lord. Das ist schon besser. Endlose schön die Kisten Teile kaputt machen. Euch erwarten. So. Ah, endlich. Okay. Ich werde eure Augen. Der Schemen sein ist unsere ich Augen. Schau mal rein. Können wir da irgendwie außen rum? Weniger. Ich gehe ungesehen. Oder doch, da kommen wir auch in die Stadt. Das ist mal ja sehr praktisch. Sehen. Müssen wir mal gucken, ob wir Vorsicht A-Taste irgendwie durchkriegen. Endlich. Können wir hier durch? Da? Sollte das klappen. Das ist schon besser. Jawohl, sehr gut. Endlich. Endlich. Schön von hinten in die Stadt reinfallen. Nein, Leute, hier lang. Frostmoon hat Hunger. Das ist schon besser. Niemand erteilt mir Befehle. Mein Leben für Ner'zhul. Meine so. Sehkraft gehört euch. Schauen wir mal, wo wir dann weitergehen können. Jetzt bin ich noch unentdeckt. Ich die werden ungesehen mich sehen. Also nur mit Arthas alleine. Mal sehen. Da. Was, wer kämpft da? Alles soll offenbart werden. Die machen eine Schlägerei oder was? Und die guckt zu? Oder wie sehe ich das? Sprecht, Dummkopf. Die Toten endlich sind auferstanden. Hilfe. Das ist schon besser. Zurückgekehrt. Also. Frostmoon hat mein Hunger. Leben für Ner'zhul. Endlich. Die Toten sind auferstanden. Warum prügeln die sich? Wachen. Das ist schon besser. Alarm. Frostmoon da hat kommt Hunger auch die Wache. Endlich. Nein, Leute, so war das nicht gedacht. Was ist oder das doch, diesmal? Ich könnte die als Ablenkungsmanöver benutzen. Ich werde eure Augen als Ablenkungsmanöver benutzen, nicht fernnutzen. Frostmoon hat Hunger. Als Ablenkungs, was habe ich gesagt? Manöver benutzen. Besser. Die Verdammten stehen bereit. Endlich. So meine ich das natürlich nicht. So, wir laufen jetzt hier durch bis zum Friedhof. Ah, das sollte ja da hier schon sein. Ich habe Glück. Ja, dann werden wir mal diese die Gräber Untoten sind noch frisch. Ja. Im Namen des Lichtkönigs. Steht auf. Alle mal aufstehen wandelt jetzt. Guten Morgen. Niemand Morgen, Skelette. Befehle. Ah, haben wir hier ganz nette, verseuchte Skelette. Vorsicht. Für den na komm schon. Mach den das platt hier. Tut ja auch langsam Zeit. Nehmen wir mal einen kleinen Heiltrank. Endlich. So. Und weiter geht's. Endlich. Wir haben schon 9. Frostmoon hat Hunger. Ah, endlich. Endlich. Schauen wir mal erst mal, bevor wir das Tor da kaputt machen. Das ist schon besser. Hier gibt es nämlich bestimmt auch noch was. Frostmoon hat Hunger. Ah, hier gibt es noch Banditen. Endlich. Gut. Sollen mir egal sein. Endlich. Ich lebe nur, das um ist schon besser. Stadtwache. Ah, endlich. Schauen wir mal, wo es hier noch hingeht. Frostmoon hat Hunger. Da muss doch auch noch irgendwas sein. Ah, endlich. Oh, ne, da ist das Banditenlager. Frostmoon! Kommt hier, macht ihn mal platt jetzt. Jawohl. Endlich. Erhöht die Beweglichkeit der Helden. Das ist gut. Das kann ich gebrauchen. Und was haben wir da noch? Ein Heiltrank. Auch Hunger. Gut. Mein Leben für Ner'zhul. Sehr endlich gut. Bringt das was hier, das zu zerstören? Also es gibt endlich auch jede Menge Easter Eggs und solche versteckten Sachen. Also das da muss man schon öfter mal gucken, ob es irgendwo so ein Waldstück endlich gibt, in dem ich noch nicht war, das die ganze das Zeit nur von besser Schwarz bedeckt ist. Frostmoon hat Hunger. Da haben Blizzard dann meistens, da haben die Leute von Blizzard das ist schon besser meistens irgendwas Tolles irgendwie hingesetzt. Weil, ja, weiß nicht, das ist so typisch jetzt Blizzard, so kleine Easter Eggs zu verstecken. Endlich. Das machen die nämlich gerne. Wenn das Tor hier kaputt ist, dann können wir mal weiter gucken. Frostmoon hat mein und Leben. Dann werden wir sehen, was der Lichtkönig mit Arthas vorhat. Das ist schon besser. Ja, jetzt habe ich meinen einen geheilt. Ich hätte aber lieber den anderen umgebracht. Der Ghoul sollte mal da wegkommen. Sprecht, Dummkopf. Du könntest fressen. Was ist das so diesmal? Genau, niemand Arthas nimmt mal den Heiltrank mir Befehle mit. Ihr habt es ja gemerkt, also der Lichtkönig hat sich das schon ausgedacht. Also Ner'zhul ist ja nicht blöd. Endlich. Es ist ja so, dass Ner'zhul eigentlich, naja, sozusagen noch immer ein bisschen gut war. Sargeras hatte sich damals, beziehungsweise Archimonde hat sich damals an Ner'zhul gewandt, als er die Orks
zur brennenden Legion machen wollte, also die Orks zur Horde machen wollte, als sie ganz friedlich in Draenor lebten. Und an Ner'zhul kam Sargeras aber nicht ran, weil Ner'zhuls Willen zu stark war. Er war halt einfach zu sehr guter Schamane, als dass ihn das hätte beeindrucken können. Und ja, komm, mach ihn da, mach ihn los. Und so hat sich Sargeras eben an Ner'zhuls Lehrling gewandt, Gul'dan. Und Gul'dan war von Grund auf schon so ein bisschen manipulierbar und machtgierig. Und Sargeras hat ihn halt eben mit unendlicher Macht bestochen, wenn er es schafft, die Horde nach Azeroth zu holen, beziehungsweise eben in die andere Welt. Was ist das diesmal? Hat ihm da versprochen, neues Viehland, neue Welten. Frostmourne hat Hunger. Schöne neue saftige Endlich. Gräser. Da ja irgendwann dann Draenor komplett kaputt ging. Frostmourne hat Hunger. Nachdem ja die brennende Legion auch dort unterwegs war und auch durch den schamanistischen Hexerdrang, also Sargeras hat sozusagen Gul'dan im Hexenunterricht. Das waren ja alle Schamanen, also nicht alles, aber die Orks kannten ja nur die schamanistische Magie und nicht die Magie der Magier und Hexer, so wie wir sie kennen, beziehungsweise so wie die Menschen sie kennen. Und da war das eben ganz neu und das ist eben die dunkle Magie gewesen, die dann sozusagen das Land kaputt gemacht hat, also das heile Land der Orks. Und so wurde es ihm halt versprochen. Naja, und Ner'zhul, ich spoilere jetzt mal nicht, ich muss mal aufpassen, dass ich nicht zu viel erzähle, weil dann ist es irgendein Spoiler, den wir vielleicht noch irgendwann mitkriegen. Auf jeden Fall war Ner'zhul halt klüger, als Sargeras dachte und hat sich dann halt irgendwann selbstständig gemacht. Und irgendwann, nachdem sich sozusagen Ner'zhul sich ja gegen den Willen von Sargeras gewehrt hatte, musste er ihn natürlich bestrafen. In dem Fall war das nicht Sargeras, sondern Kil'jaeden, der Ner'zhul bestraft hat und hat ihn dann sozusagen in die astrale Leere gezogen. Gut gemacht, Todesritter. Der Kult ist fast vollzählig. Lordaeron liegt in Schutt und Asche. Was nutzen uns diese Kultanhänger jetzt? Sie unterstützen euch bei eurer nächsten Mission. Und die wäre? Ihr geht nach Andorhal und bergt die Überreste des einstigen Meisters der Akolyten, des Totenbeschwörers Kel'Thuzad. Ja, das war's. Also wie gesagt, Ner'zhul wurde gequält von Kel'Thuzad in dem wirbelnden Nether so lange, bis er aufgeben hatte, also was heißt aufgeben hatte, er hat ihn halt immer weiter gequält und gequält und gequält, es waren wirklich Höllenqualen, bis er sozusagen gebrochen war und Kil'jaeden hat ihn dann in einem lichtähnlichen Körper, Geisterwesen, also Ner'zhul hat sich sozusagen durch die Qualen des Bösen verwandelt in den Licht, der er jetzt ist, aber hat sozusagen immer noch, auch wenn er jetzt mittlerweile ein Dämon geworden ist, seinen eigenen Willen sozusagen und den versucht er natürlich auch durchzusetzen. Und Sargeras hat ein bisschen Angst, dass er die Kontrolle über Ner'zhul verliert, über eben den Lichtkönig. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir gucken, wie es weitergeht in der nächsten Folge, was in Andorhal mit Kel'Thuzad passiert. Bis dann, ciao.